Ohne elektronische Datenverarbeitung geht im Gesundheitssektor heute nichts mehr. In den Elbland-Kliniken gehört die Nutzung der Informationstechnologie zur täglichen Arbeit ganz selbstverständlich dazu. Die Elbland-Kliniken-Gruppe setzt immer mehr auf den sicheren Datenaustausch zwischen den Standorten. Erstmal ist es so, dass die Vernetzung natürlich immer mehr zunimmt, sowohl in den Häusern, also Sie können heute, egal welche Medizintechnik Sie kaufen, die muss natürlich immer ans Krankenhausinformationssystem angeschlossen werden, damit auch die Daten immer verfügbar sind. Und natürlich wollen wir auch zwischen den Standorten noch viel mehr kooperieren, das ist ja mein großes Thema. Und da müssen natürlich auch Befunde und entsprechend alle Daten von allen Standorten jederzeit überall einsehbar sein. Natürlich vollkommen datenschutzkonform. Und das ist auch schon das nächste Stichwort. Wir müssen natürlich an Datensicherheit und Datenverfügbarkeit immer größere Ansprüche stellen. Und da investieren wir auch viel Geld. Die Verkabelung, nenne ich es mal, zwischen den Standorten haben wir jetzt deutlich verbessert, eine deutlich stärkere Leitung gelegt. Und was wir jetzt neu einführen werden, was wahrscheinlich ab Mitte des Jahres funktionieren wird, ist Richtfunk auf den entsprechenden Häusern unserer Krankenhäuser, sodass, wenn mal die entsprechenden Glasfaserleitungen ausfallen sollten, wir immer noch eine Redundanz haben. Patrick Schmieder ist Leiter der IT-Abteilung. Er ist mit seinen Mitarbeitern verantwortlich, dass alle Daten störungsfrei und sicher verfügbar sind und das an allen Standorten. Er weiß, wie wichtig eine solide IT-Abteilung für den Klinikverbund ist. Die Technik im täglichen Betrieb, egal ob das IT-Medizintechnik ist, ist absolut essentiell und stellt mittlerweile die Basis in jeglichen Geschäftsprozess oder klinischen Dienst dar. Also ohne das geht momentan gar nichts mehr. Die Prozesse sind alle gewandelt von Papier zu Computertechnologie und das wird auch weiterhin massiv vorangebracht, um einfach auch viele Synergieeffekte mitzunehmen, wie Zeitersparnisse, Prozessoptimierungen oder auch die modernen Workflows, wo man parallel arbeiten kann in den Computer- und Informationssystemen. Und ja, der Gesetzgeber, der fordert das ganz massiv in der Klinikenbranche und dem wollen wir und müssen auch folgen. Egal ob elektronische Patientenakte oder E-Rezept, alles ist miteinander vernetzt. Das dient dem Genesungsprozess der Patienten auf eine nicht sichtbare Weise. Am einfachsten ist, wenn man sagt, dass wir haben ja ein teleradiologisches System in Elbland-Kliniken. Das heißt, wenn Sie ein Röntgenbild, ein CT beispielsweise, ein MRT von sich machen lassen, dann kann gut sein, dass wenn Sie das nachts machen lassen, dass die Auswertung entsprechend, wenn Sie es in Meißen gemacht haben, in Riesa stattfindet und umgekehrt. Da sind wir relativ weit, machen das schon seit vielen Jahren und sowas wird natürlich dann entsprechend zwischen den Standorten versandt. Datensicherheit spielt eine ganz besondere Rolle. Die Elbland-Kliniken müssen bei der digitalen Vernetzung ständig am Puls der Zeit bleiben. Dass sich die Vernetzung ständig verändert und erneuert, dessen ist man sich bewusst und arbeitet permanent daran. Die Patientendatensicherheit, Sozialdaten sind bei uns das oberste Ziel, diese zu schützen. Dafür investieren wir sehr viel Geld jedes Jahr in Firewall-Systeme, in Antivirensysteme, aber auch in präventiven Systemen, wo wir aktiv verschiedenste Trigger auswerten, um festzustellen, sind wir angegriffen worden oder wären wir Angriffe ab, bis hin zu der sogenannten Resilienz, also das Härten von Systemen, wo wir dann die Computersysteme durch Updates immer wieder festigen, um einfach stärker gegen Angreifer darzustellen. Die Elbland-Kliniken haben am Digitalradar des Bundes teilgenommen und dabei gut abgeschlossen. Elektronische Datenverarbeitung ist eines der wichtigsten Themen im Rahmen der Gesundheitsversorgung in den Elbland-Kliniken.